Willkommen zurück zu Kingdom Hearts 2. Yay! Punkt 5. Es ist Weihnachten. Frohe Weihnachten, liebe Leute. Ja. Entweder kommt Weihnachten heute früh oder Alex hat die perfekt getimed, dass diese Folge Weihnachten rauskommt. Wir werden sehen. Ich kann dir jetzt schon versprechen, es wird noch nicht Weihnachten sein. Oh. Noch lange nicht wahrscheinlich. Deshalb, wir machen zwischendurch eine Pause mit Let's Plays, ne? Das könnten wir natürlich machen. Wir machen einfach eine Pause vor der letzten Folge und diese kommt erst an Weihnachten raus. Perfekt. Perfekt. Ich dachte eher so vor der ersten Folge Pause machen, sodass es dann von den Folgen her passt, aber deine Idee ist auch gut. Dann warten noch viele Leute auf Kingdom Hearts 2. Ja. Da sind viele neue Herzlose, haben wir gerade gesehen, wie es aussieht. Ja. Zumindest. Ein neuer Herzloser und ganz viele kleine, die wir schon gesehen haben, die aber relativ neu für diese Welt sind. Was in der Welt bist du? Ein Jack in the Herzlos. Ja, das ist ein Spielzeugsoldat. Ich glaube, so heißen die auch. Karussell drehen ist scheinbar seine Dreiecks. Nein, das ist das Karussell hier, das wir drehen. Oh, okay. Ich dachte, das wäre tatsächlich auf diese Boxen bezogen gewesen. Haben die Boxen Dreieckskommando? Nein, haben sie nicht. Oh. Mich traurig. Das sind allerdings eine von den Herzlosen, die am nervigsten zu besiegen sind und die mit dem meisten Schaden machen. Könnt ihr den vielleicht wieder runterlassen? Jack, was machst Jack. Du da? Donald, was hast du gerade neben uns gemacht? Der ist irgendwie in Sora gerade reingejiggert, während der Herzlose in der Luft gejuggelt wurde. Ja, das war jetzt nicht so hübsch. Das sah komisch aus. Auf ihn! Limits! Jack, hau ihn um! Punk! Tango Mortale! Halloweener Walzer! Tango Mortale! Halloweener Walzer! Also Jacks Limit ist, mit uns zu tanzen. Ja. Dance, Jack, dance! Abwehrkraft hoch! Drive Boost, yeah! Yay! Einen neuen Level erreicht. Ja. Ich hoffe, wir haben unsere ganzen Punkte behalten. Gott, oder das ist so komisch aus dem Kostüm. Oh nein, nicht Christmas! Oh. Außerdem hat sowas Hut keine Gravitation. Das ist ja auch eine Zipfelmütze. Ja. Das ist bestimmt irgendwas wie eine Metallstange oder so drin, was die Mütze hochhält. Ja, so eine Zuckerstange. Tatsächlich nicht ganz ungewöhnlich bei diesen Mützen. Auch wieder wahr. Schatztruhen. Wo haben wir sie? Da vorne ist eine. Sind bestimmt genügend hier. Sieht nach einer größeren Stadt aus. Also, Pulling Mithrilstein erhalten. Das war nochmal eins. Und hier vorne nochmal eine. Ching. Also, Mega Potion. Zwei gespielt habe ich immer gedacht, diese Weihnachtswelt gehört praktisch zur Halloween-Welt. Und die haben einfach nur mal eine Tür aufgemacht, die sie bis jetzt noch nicht gefunden haben. Aber ich glaube, das soll mehr so was wie eine parallele Dimension sein zur Halloween-Welt. Ching. Und noch ein Mithriltropfen. Sehr hübsch. Dann gehen wir wohl mal in Nikolaus' Haus rein. Nikolaus? Das ist das Haus von vom Santa Nikolaus. Graus oder so. Ja, vom Niki Graus. Niki Graus, genau so hieß er. Hallo, Niki. Well, hello everyone. Die Augen! Die Augen! Your name? Sora, sir. Wie wär's, wenn der und Jack Rollen tauschen? Ja. Ich finde, Jack ist ein geeigneter Weihnachtsmann. Well, according to my list, Sora, 7 years ago, you told everyone you did not believe in Santa Claus. Oh, that is unfortunate. Tja, aber so. Also ihr habt mich mehrfach beleidigt. Ihr kriegt auch nichts. Euch gibt's gar nicht. Ihr seid keine Menschen. Na gut, ihr werdet beliefert. Aus irgendeinem Grund ist Donald auf der guten Menschenliste. Wie auch immer er das geschafft hat. Vielleicht sind einfach alle Menschen da drauf, falls nur die Menschen, die sagen, sie glauben nicht an ihn, die sind nicht mehr drauf. Wie Sora. Ja, aber Sora stand ja drauf. Ja. Dass er Notizen dran hatte von wegen. Nope. It's a long story. Krieg's nichts mehr. Na, lange Geschichte, scheinbar. Lange Geschichte mit Herzlosen. Ja. Da drin sind auf jeden Fall Schatzkisten, habe ich gerade in der Zwischenzeit ganz gesehen, also her damit. Pulling, ein Abitamin, noch so ein Ding. Außerdem ein Morgengrauen-Teil. Und wir kriegen die Karte, vermute ich mal. Ja, Weihnachtsland. Karte vom Weihnachtsland. Außerdem noch ein Teil. Ching, ein Edge-Teil. Wo wir auch gerade von Teilen sprechen, wir haben tatsächlich alle Zwiespaltsteile. Ah ja. Von daher wollen wir dann nochmal den Zwiespalt zu Ende puzzeln. Hallo Zwiespalt, ja, ist auch schon fast fertig, müssen wir nur ein kleines bisschen austauschen. Ja, Puzzle ist ein seltenes Pergament, eine Herstellungsformel aus alter Zeit, mit der man vermutlich etwas Außergewöhnliches anfertigen kann. Ah ja, also für die Morgerichs, damit wir was Neues basteln können. Ja, eine neue Schmiedeformel. Und außerdem Edge. Ja, Edge.
Boah, Morgengrauen haben wir auch ein neues Teil, aber Morgengrauen ist so riesig, dass ich nicht wirklich weiß, wo hier welches Teil hinkommt. Irgendwo so grob in die Richtung. Ja. Einfach alles mal schon mal ein bisschen zusammenschieben. Da ungefähr wird schon passen, ne? Ja. Ja, und dann können wir... Haben wir nämlich Drive Boost gelernt, was ich auch anhaben möchte, von daher... Solltest du das Abilitamin mal kurz benutzen. Möchte ich dieses Abilitamin, das wir gerade gefunden haben, mal eben essen. Ich weiß nicht, wie Sora das genau zu sich nimmt, aber ich gehe einfach mal davon aus, dass das ist. Und dann erhöht die Rate, mit der sich die Drive-Leiste während der MP-Aufladung füllt. Das ist nützlich. Ja, auch wenn ich natürlich immer versuche, möglichst die Leisten anders zu füllen, wenn sie mal auslaufen, ist es nützlich, wenn sie schneller wieder auffüllen. Offensichtlich. Das ist kein Wunder, ne? Ja. Wir können ja auch noch einiges untersuchen. Was ist denn mit dem Brief da auf dem Tisch? Das Karussell hat eine Fehlfunktion, seitdem es vom Blitz getroffen wurde. Jetzt ist es gefährlich. Ja, deshalb können wir das drehen. Der Kamin sorgt für eine wohlige Wärme im ganzen Zimmer. Mir ist momentan sowieso viel zu warm, also ja, ich brauche keine wohlige Wärme. Hier verwahrt Nikolaus wahrscheinlich seine ganzen roten Kostüme. Weil er sonst keine hat. Ich finde es schön, dass Nikolaus dann hier einfach der Name ist. Nicht, dass da steht, irgendwie hier verwahrt der Nikolaus oder so. Nein, es ist einfach hier verwahrt Nikolaus. Es ist halt Nikolaus. Ja. Oder so. Also hören wir weiß es nur noch nicht. Mit dieser, ich glaube, es soll eine Frau sein. Sieht sie hat Lippenstift. Ja. Der Eingang zur Spielzeugfabrik ist da drüben. Wir haben jetzt so viel zu tun, dass die Spielzeugfabrik rund um die Uhr in Betrieb ist. Danke für diese Information. Ja, enorm wichtig. Was war das eben für ein Geräusch? Es kam aus der Fabrik! Es wäre schrecklich, wenn unsere Maschine kaputt wäre. Ich sollte das schnellstmöglich überprüfen und laufe deswegen hier die ganze Zeit im Kreis und gehe nirgendwo hin. Ja, das macht Sinn. Steht direkt vor der verdammten Tür. Ja, du bist ein toller Elf. Alle stolz auf dich. Ja, dann gehen wir zu den drei Fragezeichen mal wieder hinein. Scheinbar die Spielzeugfabrik des Nikolauses. Verschenkt der Nikolaus denn tatsächlich nur Spielzeuge, dass er nur eine Spielzeugfabrik hat? Ja, der existiert nur für Kinder und die wünschen sich nur Spielzeug. Hm. Das heißt, wenn ihr jemals irgendwelche Klamotten von euren Eltern bekommen habt, wisst ihr, die waren nicht vom Nikolaus. Ja, so funktioniert das richtig. Ja. Silence. Silence! This is a pleasant ja, ihr habt euch super versteckt. Ihr steht im Offenen. Einfach rum. Ja. Genius. What do you want us to do? Who's there? Busted! Oh no! Busted! Sie wurden bemerkt! Hat er da gerade eine Bärenfalle rausgeschmissen? Ja. Oh. Was? Wozu eine Bärenfalle? Warum nicht? It's Lock, Shock and Barrel. Not those three. I assure you, they're not with us. Sie gehören zwar in unsere Welt und helfen auch dem Professor. Ja. Catch them and bring them back here. They're going to get a lecture. Der Weihnachtsmann will Ihnen die Leviten lesen? Ja, macht sich nur als Knecht Ruprecht. Egal. It'll have to wait. Ich schätze, das ist Jack. I need to see how things are progressing in my workshop. Nikolaus ist ein relativ grumpiger Mann. Ja. Na ja, gut, wäre ich wahrscheinlich auch, wenn ich das ganze Jahr über nichts zu tun hätte und da rumsitzen müsste. Naja, er ist in der Weihnachtswelt, wahrscheinlich hat er jeden Tag zu tun. Dann ist er für eine Nacht jedes Mal überarbeitet. Ja. Zugegebenermaßen, wenn das die Weihnachtswelt ist, in der jeden Tag Weihnachten ist, dann viel Spaß damit. Dann ist er einfach dauerhaft überarbeitet, dann wäre ich auch grumpy. Unauffällige Fußspuren. Wo können sie nur hinführen? Ja, wir können die alle paar Schritte untersuchen, aber ich glaube, ich laufe einfach hinterher. Warum sollte man die alle paar Schritte untersuchen? Keine Ahnung, weil man es kann. Untersuchen? Von wem könnten diese Schritte nur sein? Bestimmt nur von Malefiz alleine, die hier vorne lang gelaufen ist. Ja, dann Angriff auf diesen lustigen Jack and the Herzlosen hier vorne. Oder so. Und bonk. Und nächster Level in 4162 Punkten. Das ist noch eine ganze Weile hin zum nächsten Level. Naja, wir haben gerade das Ende erreicht. Ja, wir können inzwischen Pitch and Hit einsetzen, wenn wir wollen. Pitch and Hit, Pitch and Hit, Pitch and Hit. Das ist sein Limit? Ja, das ist sein Limit. Ja, das mal überpowered war und jetzt ist es nicht mehr so wirklich ist. Ja, dass man genervt hat. Cosmo Boost. Ja, ist zwar danke. Aber hey, wir haben einen Freudensplitter erhalten. Ja. Zum Glück bin ich nicht irgendwie komisch in die Ladezone gelaufen, so habe ich ihn tatsächlich gekriegt. Ich bin positiv überrascht. Und zurück zum Weihnachtshügel. Jin, kurz die MP wieder aufladen. Sehr schön. Kann ich schauen, dann können wir wieder mal vier Schmiede-Items abgeben. Ja. Sachen reinhauen. Außerdem haben wir Formeln abgegeben. Stimmt, wir können irgendwas Neues basteln. Was wäre jetzt eigentlich der Charmeur-Ring? Ah, das klingt nützlich. Ja, abgesehen davon, dass wir unglaublich schwer zu bekommende Items dafür brauchen, aber ich würde sagen, wir haben noch keinen Teil praktisch dafür außer Luna-Tropfen und davon nicht so viele. Ja, wie gesagt, der Charmeur-Ring ist komplett neu natürlich in dem Spiel, weil es ein
Dings ist, dass du erst bekommst, eine Formel bekommst, die du halt durch die Puzzle bekommst. Komplett neues Item und die upgradete Version davon ist wahrscheinlich das nützlichste Item zu schmieden im Spiel. Wo wir allerdings erst später hinkommen werden. Wo wir erst deutlich später hinkommen werden. Hat auch Itemrang S, wie man sieht. Ja, die beständige Vision, dass man einmal braucht, bekommt man, wenn ich mich recht entsinne, vom ultimativen Boss des Spiels gedroppt und aus einer Schatztruhe im gesamten Spiel. Also. Wow. Ja. Das ist nicht viel. Das ist nicht viel, nee. Ja, dann verlassen wir Weihnachten doch direkt mal wieder. Ich find's schön, dass hier auf der Seite die gleichen Fußspuren hinterlassen wurden. Die müssen verdammt viel Schnee in Sohlen gehabt haben, bis sie vorhin noch so tiefe Spuren hinterlassen haben. Oder die müssen deutlich mehr Gewicht haben, als sie so aussehen. Vielleicht haben die Malefiz getragen. Wer weiß. Vielleicht haben sie die Badewanne getragen. Das würde das erklären. Das kann natürlich auch sein. Ja, auf sie mit Gebrüll, wieder Schreckgags, die sich hier in den Weg werfen und ganz viele böse Klappersoldaten. Sind, glaube ich, Klappersoldaten. Das sind Klappersoldaten. Klappersoldaten. Solche gefährliche Gegner, die wir schon so lange nicht mehr gesehen haben, wieder. Ja, die auch nicht so oft vorkommen in diesem Spiel. Wieder zurück zum Friedhof. Also, bis jetzt sind sie sehr oft vorgekommen, wenn ich das mal irgendwann spawnen sie nicht mehr so häufig. Ja. Da sind sie. Sie sind tatsächlich in der Badewanne gelaufen und die hat so viele Spuren hinterlassen. Ja. Das macht ja fast Sinn. Looking forward to destroying that ridiculous Christmas town. Warum? But now that Sora and those imbeciles are here, I think a change of plan is called for. Ich vermute mal, damit Jack zum Herzlosen wird. Oder der Weihnachtsmann. What kind of revenge? Ich meine, der Weihnachtsmann muss ein mächtiger Mensch sein. Der kann einmal in einer Nacht um die gesamte Welt fliegen. Wohl wahr. Zu jedem einzelnen Menschen. Und kann jedem ein Geschenk bringen. Ja. And that's super duper bad. Ugi war ein Witz. Sowohl in Chain of Memories als auch im letzten Spiel. War beides mal ein Witz. Also Kingdom Hearts 1. Er ist tot. War Ugi Boogie nicht auch Part ihrer lustigen Runde und hat sie nicht mitgekriegt, wer vernichtet wurde? Ja, jetzt hast du ja gerade gesagt, ich erinnere mich. Ja, dann beleben wir wohl mal kurz Ugi Boogie. Man kann sie einfach tote Leinensäcke wiederbeleben. Gut, ist halt nur ein Leinensack, ne? Auch wieder mal. Gleich einfach einen neuen nähen. Oh, Ugi Boogie ist vernichtet worden? Egal. Ich meine, die hat Spindeln. Also der ist ungefähr so viel wert wie ein Schattenlurch. Also was soll's, ne? Machen wir eben einen neuen. Ja. Jodium! Und die nächsten Schreckgags. Juhu, ich hab schon befürchtet, wir müssten diese Welt hier spielen und Ugi Boogie wäre nicht der Boss, den wir besiegen müssen, sondern irgendwas, das Malefiz für uns kreiert. Das wäre ja schrecklich gewesen. Wir brauchen irgendeinen merkwürdigen Gimmick-Bosskampf. Nach Möglichkeit noch in einem kompletten Berggebiet, das nur aus Ugi Boogie besteht. Ja, auf jeden Fall. Und wir folgen natürlich den Fußspuren weiter hier hoch. Reflex. 11 Punkte, 37 Punkte. Das ist nicht so viel, wie man sich erhoffen würde von den Gegnern hier. Ja. Hier haben wir dann wieder neue drei Fragezeichen, wo wir vorher nicht hinkonnten, weil es so verschlossen war. Ja, also gehen wir mal rein. Aber jetzt können wir hier rein. Unglaublich. Magie. Welch ein Konzept. Ja. Finden wir jetzt schon Malefiz und die Kinder und Ugi Boogie? Ja, offensichtlich. Das war einfach. Ja, das war simpel. Bosskampf. Betten wir die Welt. I feel like a million bugs. Ha! I really get it. Owe you one for this, Maleficent. Da hat man's lustig übersetzt, ja. Ja. Do you remember Sora, Donald and Goofy? Do I remember them? Ha! Kommt nicht später das Ding, much. Aber Ding. Ja. I'll never forget what they did to me. Sie haben mich zerfetzt. What was it they did to me? Squashed you like a bug. That sounds bad. And Jack helped. Even worse. They creamed you. That's right. That's right. That's one thing I won't be forgetting anytime soon. It's the last thing I remember. And it's the only thing I'll remember until I teach those clowns not to mess with Mr. Oogie Boogie. Mr. Oogie Boogie, yes, wohlgemerkt. Right. Ja. That's das ist Mr. Oogie Boogie für dich. And I have the perfect plan already in mind. Natürlich. Wir werden dich in einen Gimmick-Kampf stecken. Have you ever heard of Christmas? Das kennt man noch nicht. Und wenn Sora nicht rechtzeitig Dreieck drückt, ja, dann gewinnst du. Ja. Ja, schon ein bisschen aus der Form. Kein Wunder, wenn man ein Leinensack ist und auch noch für ein Jahr lang tot war. Ja. Kann man schon mal ein bisschen durchhängen nach. Was sollen die Herzlosen schon beisteuern?
Die Herzlosen konnten bis jetzt noch nichts ausrichten. Aber es ist so, als hätte es uns ein Boss da gelassen, nicht einfach nur normale Herzlose. Okay. Schön, dass sie freiwillig in den Käfig von dem Herzlosen reingehen. Ja, da sind sie bestimmt sicher. Okay, das erinnert mich ein bisschen an Final Fantasy 9, aber wir müssen niemanden retten. Schick. Ja, gute Arbeit, Team. No. Das habt ihr jetzt davon, da reingegangen zu sein. Ja, Furcht, Angst und Schrecken in einem Herzlosen. Wollen wir wirklich Furcht, Angst und Schrecken retten oder wollen wir einfach nur den Herzlosen besiegen? Wir wollen einfach nur den Herzlosen töten. Tja, glaub ich auch. Ja, dann auf ihn mit Gebrüll. Wir können auch theoretisch unsere Formen benutzen. Lustige Drive-Formel. Oder wir könnten Genie rufen zur Hilfe hier im Kampf. Der geht damit auf jeden Fall eine Menge Schaden mit unserem normalen Angriff. Also übermäßig schwer scheint er nicht zu sein, wenn ich das gerade so sehe. Richtig hardcore ist er nicht. Aber er kann seine kleinen Kollegen weiter schlucken und sich damit vermutlich neue Kräfte besorgen. Ja, aber man kann auch dazwischen springen und dann für einen Moment stunnen. Außerdem verhindern, dass er andere Kräfte bekommt. Okay. Spuckt er den anderen wieder aus, wenn er einen neuen in sich... Aber er kann auch das tun, einfach so hoch gehen, dass man nichts machen kann. Salz, ja, okay. Scheint aber besonders fair zu sein. Könnte es wahrscheinlich kein Blitz oder sowas drauf wirken, schätze ich. Nee. Und der Halloween-Walzer, Jack's Limit, go! Dann machen wir mal ein bisschen zusätzlich drauf. Ich glaube, das macht mehr Schaden als alles, was du und Rolfi mit ihren Limits machen könnte. Ja, Jack's Limit ist immer noch ziemlich nützlich. Großes Finale! Ja, aber dafür war es hoch ins Finale. Musste mal wieder seine Kräfte wechseln gehen. 10 von 10 Punkten. Perfektes Wechseln. Ja. Och, was ist da schon an die Schaden genommen? Ich habe sich wahrscheinlich gedacht, die Limits von den Charakteren, die sowieso nur in einer Welt verfügbar sind, brauchen wir nicht zu nerven. Wahrscheinlich. Vielleicht wollten sie damit auch einfach nur motivieren, dass man die optionalen Charaktere mehr benutzt und nicht bei den anderen bleibt. Wer weiß. Wir nutzen tatsächlich die Heldenform in dieser Welt. Wie man jetzt unten an dem Porträt sieht, hat sich der Kürbis auf unserem Kopf auch geändert, passend zur Form. Ja. Ist jetzt ein Heldenkürbis. Ja. In diesem Sinne. Komm wieder runter, Kollege. Komm wieder runter, danke. Kann doch nicht sein, dass du dich an den letzten paar HP jetzt uneingreifend machen willst. Frechheit. Bams! Sturmsatz! Hyperheilung! Maximum HP! Alle im Boss-Level gestiegen. Sehr schön, sehr schön. Alles nützliche Dinge. Haben wir das auch mal wieder geschafft. Ja, weiß auch nicht. So enorm schwer, der Boss. Stimmt. Ha 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 ha. Das hat Spaß gemacht. Ach ja? Wollen wir mal sehen, ob Oogie Boogie bereit ist. Ja, verratet uns am besten, dass Oogie Boogie zurück ist. Oogie? Oogie? Interrobang? Oogie. Ist er nicht derjenige, der damals versucht hat, die Stadt zu übernehmen? Froggy? Genau, der. Freunde, ich hoffe, ihr seid auf Probleme vorbereitet. Ja, Gimmickkämpfe. Yay. Oh. Inzwischen sind wir es doch gar nicht mehr anders gewohnt. Wir haben nichts anderes gemacht wie in den letzten 3 Spielen. Nick, Nick. Ja. Ja gut, in dem letzten Spiel in 358,5 Tagen hat Sora natürlich nichts getan, außer wohl zu schlafen. War. Da hat er... Er hat gepennt. Da hat Roxas ist halt das alles gemacht, was Sora normalerweise tut. Ja. Was in aller Welt macht Niki Graus auf unserer Seite? Ah ja, und da bist du einfach mal durch einen Baum durchgelaufen, hast du dir gedacht. Ja. Das passt schon. Boah, du sah doch aus, als würde es irgendwo hinführen. Vor allen Dingen, wenn du dann in so einem Wald landest, da drehst du nicht sofort um. Nee. I should be getting ready for Christmas. Is that you, Mr. Sandy Claus? Yes, but please call me Santa Claus. Nikolaus, bitte. Of course. Mr. Santa Claus, I was hoping I'd find you here. You see, ich hab irgendwie erwartet, dass du zufällig mal aus dem Baum rausgelaufen kommst. Hä? Was war das für ein Plan? Warum hast du dich dann da vorne hinter dem Baum versteckt, um mir das zu sagen? Alright. Tell Jack I'll be waiting for him at home. He had something to say to me about Christmas. Deswegen bist du extra rübergekommen? Scheinbar. Please, go home and lock the door. And if Jack knocks, don't open it. Das klingt nach einem guten Idee. Der Gesichtsausdruck. Weiß nicht, ob das nur in den Augen lag, aber mein Gott, dieser Weihnachtsmann immer. All I gotta do is kidnap him? That's right. Der Typ ist ja fetter als ich. So was geht? Na. Then begin destroying Christmas Town. That's sure to make Sora and the other fools come running. And then they're all mine. Die kommen immer angerannt, egal was passiert. Allerdings. Dafür braucht man nichts Besonderes. Die können Schatten durchfoltern und die kommen angerannt. Sie wollen Shabba Santa in ein herzliches Hornen. Wo ist der Sinn dahinter? Wie gesagt, muss er ein mächtiger Mensch sein. Ja, stimmt.
Gott, die Augen. Ja, er ist immer noch sehr furchteinflößend. Naja, und Ugi hat ihn auf die einfachste Methode überhaupt gekidnappt. Hook meins! Charge! Hauptsache, er hat Sally weglaufen lassen, was sehr ineffektiv ist, seinen Plan geheim zu halten. Na, sie wollen ja, dass die vier angelaufen kommen, also... Was ist los, Sally? Ja, was ist los, Sally? Jack! Oogie Boogie hat Nicky Graus gekidnappt! Hauptsache, sie sagt jetzt wieder Nicky Graus. Ja. Oh nein! Und er ist ins Weihnachtsland unterwegs. Oh nein! Oh, doppel nein! Na los, Jack, wir müssen uns beeilen! Ja, Nick, sollten wir wohl. Ja, dann nehmt den Gummijet raus, wir fliegen rüber. Kann man eigentlich in der Weihnachtswelt landen mit dem Gummijet? Ja. Praktisch. Naja, aber ich schätze mal, wir gehen lieber. Ja. Ist jetzt kein so weiter Weg. Gegner hat man hier wieder despawned, aus Gründen. Zurück ins Hinterland! Da waren wir schon lange nicht mehr. Ja, ist lange her. Die Welt ist enorm groß, wir haben schon alles von der Welt gesehen, bis auf, glaube ich, einen kleinen Raum. Mehr oder weniger. Und da sind wieder die lustigen grauen Zipfler-Gegner, die keine Zipfler-Gegner sind. Nein, das sind nicht die grauen Zipfler-Gegner, das sind neue Zipfler-Gegner. Das sind neue Zipfler-Gegner? Was waren das denn für Zipfler-Gegner? Das waren azurfarbene Zipfler-Gegner. Azurfarbene? Azurfarbene. Azurfarbene? Ja. Okay. Sollen zumindest azurfarben sein. Sie heißen Azur irgendwas im Englischen. Also, okay, wie heißen sie denn bei uns? Weißt du das? Keine Ahnung, kann ich gar nicht sagen. Hm. Könnte man das nachgucken? Azurpropfen. Vielleicht. Ja, dann rein in die Weihnachtswelt. Da waren wir schon lange nicht mehr, nachdem wir die ganze Tale hier draußen gelootet haben. Wir brauchen echt mal langsam Charmeur. Wir haben immer noch keinen Charmeur. Ja. Das wäre nützlich zu haben. Wenn wir den Charmeurring machen könnten, hätten wir Charmeur. Wohl wahr, aber ich befürchte, der Charmeurring wird später als Charmeur auftauchen für uns. Ja, vermutlich. Und jetzt sechsen in der Mitte durch, oder was? Ja. Scheinbar hat er die Spielzeugfabrik ein bisschen ummodelliert. Offensichtlich. Ja. Die Spielzeugfabrik macht jetzt nur noch Sägen. Something's not quite right. I know what it is. We just need a little more of that Oogie flair. Ah ja. Sowas gibt's? Offensichtlich. I do hope our jolly old friend is looking forward to becoming a heartless. Die hat echt nichts mehr zu tun, dass sie jetzt die ganze Zeit bei ihren Idioten Unterlingen bei sein muss, um zu gucken, was die eigentlich machen. Ja. Die braucht einen neuen Job. Ganz dringend. Clumsy Oaf. Are you still here? Why don't you oogie on back where you came from? You're crabbing my style. Have you already forgotten who brought you back, you insolent bag of bugs? Das ist Oogie Boogie. Sorry, can't remember a thing. Boogie very kann sich well, nicht länger als 5 Sekunden an irgendwas erinnern. Ja. Day you spurn my help. Ich frage mich sowieso, warum die den überhaupt in ihrer Truppe von Bösewichten dabei hatte. Das ist ein Vollidiot. Ja, das ist wohl so ziemlich einer der schlechtesten Villains von allen. Jetzt schlechter als Carlo. Das muss schon vieles heißen. Das heißt alles. Und er hat sich gerade mehr oder weniger selbst hochgejagt. Yay, gute Arbeit, Oogie Boogie. Vielleicht hat er auch nur irgendwas angezündet. Das ist typisch für so einen Kartoffelsack. Ja. Und jetzt kommt aus dem Haus, wo im Dach kein Loch war, Rauch raus. Nee. Das kommt irgendwo durch die Ziegelsteine. Nee. Das ist das. Ja, den Joke habe ich schon gemacht. Ja, hast du. Aber eigentlich müsste der Nikolaus ja jetzt auch gerade nach Hause kommen. Oder nicht? Wir kaufen mal schnell ein. Jink. Ich hoffe, wir geben nur mal eben schnell Sachen ab, weil es ist schon spät. Oh, stimmt. Oh mein Gott. Ja, dann kommen wir erst beim nächsten Mal wieder beim Nikolaus zu Hause an. Ja. Mit unserem Ersatz-Nikolaus hier. Und können uns währenddessen im Hintergrund schön angucken, wie Rauchsäule daraus fliegt. Yay, alles wird sterben. Alle Elfen haben eine Rauchvergiftung. Der Nikolaus verbrennt in seinem Haus. Es wird nie wieder Weihnachten geben. Und das nur, weil wir die Folge an dieser Stelle beenden müssen. Ja. Trauriges Schicksal. Tragisch. Bis zum nächsten Mal, wenn alle tot sein werden. Juhu, see ya. Aloha.